Irgendwo an der Klippe. Muss ich hier übers Wasser dafür? Nein, ich will aber nicht. Das ist ein böses Ding. Oh nein. Vielleicht ist das ja auch nett. Oh, du bist nett. Mitsuki. Ich bin hergekommen, um zu meditieren. Stört mich nicht. Arkan Disziplin, Großmeister. Ich bin noch nicht bereit, euch auszubilden. Kommt morgen wieder. Bittet euch darum, einen Tag zu warten. Okay. Nee, ich will nicht. Wo sind... Ich brauche ein Zelt. Ich meine, ich weiß, da hinten war ein Zelt. Ich weiß nicht, ob das das war. Sollen wir das probieren? Sind das nicht die, die auch in der Schmiede waren? Hier, schütze uns mal. Und du auch. Wir probieren das einfach mal. Great. Enemies to kill. Ja, so great ist es auch wieder nicht. Wow, okay. Bam. Oh, oh, wow. Wow. Wow, Wayne. Wow. Wow. Wayne macht den Tag. Okay. Oder auch nicht. Aber Wayne ist schon ziemlich gut. Luft. Liebe. Blitze scheinbar. Wayne. Gate. Ja, dann schützt uns. Und du. Falls er angreift. Nee, er macht auf jeden Fall Blitz. Wayne. Jetzt kann ich da bestimmt gegen Wasser oder Luft oder sowas mich schützen. Ich kann voll ins Meer gehen. Cool. Na, was ist das? Oh, ich bin immer noch ausgeruht. Oh, das ist selten. Gegen Wassermagie geschützt. Ach, und schon kann ich nicht weiter. Die Nacht bricht rein. Oh, das war jetzt unheimlich. Das ging so plötzlich. Boah, wenn Wenn Wayne mal ordentlich, ne? Wenn Wayne mal ordentlich. Wirklich, wirklich Spiel. Warum war ich hier? Ach, warum macht man das? Ich meine, entweder oder, dann lass mich überall langlaufen. Guck mal, wir haben morgen. Ach, ich komme morgen wieder. Erstmal gehe ich jetzt, ja, Musik, ja. Ist das hier Schädelfelsen? Festung der Krähen? Das sind doch aber die... Der Hilath-Tempel. Da muss ich von hier oben aber rein. Okay. Oh mein Gott, Musik. Oh mein Gott, bitte halt die Fresse. Moin. Ja, ist egal. Bitch! So, wir müssen sowieso gleich schlafen, denke ich mal. Aber trotzdem darf man mal einen trinken. Wow, wir haben echt nicht viel HP. Bei diesen Bombgegnern ist das, kann das ziemlich nach hinten losgehen. Ja, Musik. Ja. Oh, aber eine Truhe. Oh, Nittel! Oft sieht man mich ganz und ganz rund nicht. Bin dann da was Licht. Man nennt mich nicht, bin ich's nicht. Neu nennt man mich nicht. Mond. Der erste Satz hat mir irgendwie schon gesagt Mond. Ach, das war einfach. Looks powerful. Looks powerful. Looks powerful. Hat mich gerade Wayne angeguckt. Looks powerful. So. Widerstand Erdmagie kann gleich weg. Kann weg. Also, ich guck's schon gar nicht an. Oh, kann ich auch gar nicht angucken, weil wieder ein Bug ist. Und.
Dunkelmagie-Stiefel brauche ich auch nicht. Ich komme auch gut ohne Dunkelmagie aus. Kriegt mich alle mal. Oh oh, Hotdog. Speichern. Was erwartet mich hinter dieser Tür? Oder hinter diesem Felsen, besser gesagt. Gar nichts. Oh oh, gar nichts. Aber da ist eine Frau zum Beten. Hallo. Yes, I feel strong. Ich auch. Alle bekommen Glück. Ah, oh, ich mag das Glück zu haben. Und ein Goblin. Süß. Ein Goblin, das ist ja gut. Guck mal, ich hab Wayne und Gate. Die epische Musik voll umsonst. Guck mal, das ist so rot. Was ist das? Ist das auf der anderen Seite? Ist auf der anderen Seite, okay. Ist das... Ah, okay. Moin. Tollkühn, ungestüm und tapfer. Das unüberwindliche Feuer. Am Arkath-Tag sollt ihr herkommen und beten. Ich hab Ashtar. Arkath. Arkath-Tag. Okay. Arkath-Tag beten. Ja, irgendwann schaffe ich das. Irgendwann weiß ich dann auch mal, wann diese Tage sind. Und irgendwann wird das ganz cool. Da sind dumme Dinger. Oh mein Gott, da steht, da war einer. Glück kriegt er. Yes. Yumiko. Ich sehe in den Augen, dass man euch vertrauen kann. Ich bin Yumiko. Ja, du stehst. Ich kann euch nicht. Dir nicht vertrauen. Du stehst hier so ganz seltsam. Jadepfeil. Ich war der erste Mensch, der den begehrten Jadepfeil gewinnen konnte. Ein Preis, der die ewige Kaiserin im Siegerball im offenen Schießwettbewerb erreicht, der alle 4 Jahre auf der Insel Yashima abgehalten wird. Seitdem haben mich Schützen von überall her gebeten, darunter auch einige Elfen, sie meine Schusstechnik zu lehren, die sie Lied des Bogens getauft haben. Ich singe dieses Lied für alle, die es lernen wollen, aber viele sind enttäuscht, wenn ihnen aufgeht, dass sie nur Übungen bemühen zu Meistern des Bogenschießens macht. Großmeister des Bogens, kann ich eh nicht. Don't we have better things to do? Ihr wisst, mein Bogen wurde mir gestohlen. Ich bin aus dem Lotusreich gekommen, um Yemenia aufzuspüren, die selbsternannte Königin der Meerjungfrau. Yemenia hat sich der ewigen Kaiserin widersetzt und mehrere Schätze aus dem Unterwasserpalast gestohlen. Da hat die Kaiserin einen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Die Auffindung des Verstecks der Meerjungfrau und die Wiederbeschaffung der gestohlenen Schätze war leicht, aber Yemenia war bereits entkommen. Schließlich habe ich herausgefunden, dass sie sich hier auf der Algyn-Help-Insel versteckt. Aber irgendwie hat Yemenia Wind von meiner Ankunft bekommen. Vor ein paar Nächten haben ihre Meerjungfrau mein Schiff angegriffen. Ich konnte sie abwehren, aber es ist ihnen gelungen, mit meinem Bogen zu entwenden. Na, vielleicht haben euch Schalassas Strömungen ja aus einem bestimmten Grund hergeführt. Die Meerjungfrauen verstecken sich in einer halb versunkenen Höhle namens Schädelsfelsen. Findet sie, tötet die Meerjungfrau und bringt mir meinen Bogen zurück. Dann lehre ich alles, was ich weiß. Leider kann ich es nicht... Ich werde es natürlich machen, aber keiner kann mit dem Bogen so umgehen. Keiner kann Meister werden. Schön! Soll ich die schon mal umbringen da? Soll ich die schon mal umbringen für dich? Soll ich das machen? Das mache ich doch gerne. Das mache ich aber doch gerne. Guck mal, jetzt gehen wir hier so seitlich. Und jetzt warten wir eine Runde. Und jetzt werden wir uns auftanken. So. Und jetzt beschützen wir uns. Erstmal mit Wasser. Wasserabwendung. Dann dem hier. Dann dem hier und den hier. Jetzt kommen sie rüber. Hallo, Elite-Meerjungfrau. Oh, komm her, du kannst schweben. Wieso kannst du fliegen? Du kannst schon unter Wasser atmen. Warum willst du alles? Nur weil du keine Vagina hast? Mann, ey, das ist so unfair. So, und dann Arcana-Abwendung. Und Feuer. Und weghauen. Ich vergifte euch gleich, keine Sorge. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Wing. Nee, das will ich alles erst machen, wie die kommt. Deshalb kannst du eigentlich mal Erde machen. Ah, Widerstand. Schade.
Aber du kannst treffen und du kannst auch. Hör, ich bin sauer, ey. Ich bin zwar eine Meerjungfrau, aber trotzdem muss ich meine Brüste verstecken, weil wir haben auch unsere whatever. Ach, ich stirb halt. Stufe der Fäustling. Oh, ist gestiegen. Gleich mal gucken. Ist das da? Nee. Das da. Stufe 3. Wahrnehmung plus. Geil. Die Meuchler des schwarzen Reißzahns benutzen oft besondere Fäustlinge mit in den Handflächen verborgenen kleinen einziehbaren Stacheln. Okay. Okay, warum kommst du nicht? Kommst du bitte mal? Thanks. So, weil du sollst vergiftet sein und du sollst Feuer bekommen und eine Rüstung soll kaputt gehen und du sollst eine rein bekommen. Haha. Und, oh, süß. Haha. Hier, Feuer. Auf jeden Fall treffen und töten. Magietöter ist gestiegen und ich habe einen Morgenstern gefunden. What? Morgenstern. Benötigst Stufe Experte der Fähigkeit Streitkolben. Das ist ja lustig. Morgenstern. Ah, jetzt bin ich zu spät dafür. Ach, nicht so wichtig. Und der Bogen ist schon gestiegen. Plus Schaden durch kritische Treffer. Plus 10 Schaden durch kritische Treffer. Das ist... Wenn dieser Bogen Magietöter genannt wird, dann hat das einen guten Grund. Ich würde mal sagen, sie jagen damit ihre Beute, nämlich Kaninchen. Oh, cool. Ein Wächterschild. Ja, das ist nicht so wichtig. Oh nein, ich will mein Pferd wieder haben. Ja, ist nicht so wichtig. Wetten, ist es nicht so powerful wie das jetzige, das wir haben. Komm, wir bestimmen das mal. Gehen da rauf. Oh, okay, das ist zwar nicht schlecht. Widerstand gegen Luftmagie, 5%. Oh, und schon ist es scheiße. Nein, schon ist es scheiße. Allein schon, dass es 26 weniger Rüstungswert hat und 7% weniger Betäubung. Und Grundabwehr nicht. Ne, scheiße. Das heißt, ich will gerne zum Händler oder ähnlichem. Wäre auf jeden Fall richtig knorke. Ich gehe auf dem Wasser. Ich gehe auf dem Wasser. Oh, das war's mit mir auf dem Wasser. Okay. Lala. Wirklich. Ich kann hier ganz weit rangehen. Aber nicht rankommen. Teaser, Friendzone, Arschloch. So. Ich komme dann wieder, ne, wenn ich soweit bin. Welchen Tag haben wir heute? Ashta! Wollte sie das nicht? Nein. Nein, Entschuldigung, das war was anderes. Arkath. Mist. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe irgendwie Ashta gedacht. Ich weiß nicht warum. It's dumm, the perfect day to begin a journey. Oh, Menthel. Hinweise. Reicht das? Okay. Dreht euch nach rechts und geht noch 3 Schritte. Das war's. Wir haben's, glaube ich. Wohin? Ich möchte gerne nach Seehafen. Was wurde... Geheimnis der Obelisken. Finde den nächsten Obelisken. Okay. Legendärer Schatz. Angeblich für Hinweise zur Auffüllung des legendären Schatz. Manno! Wie kann ich denn reisen? Ich hasse euch. Nie wollt ihr mir was Gutes tun. Ihr gebt mir nur Reliquien die ganze Zeit. Ich bin so undankbar. So, nee, wartet. Emma, trinken wir was. Na, wir müssen sowieso schlafen gleich, also ist auch egal. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und ist das Sandor? Was ist hier? Oh, da kann ich auch noch hin. Aber das machen wir danach. Erstmal gehen wir denn mal da runter.
Da können wir auch noch hin. Gleich schlafen. Ich hoffe bloß, ich kann hier verkaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kriegsführung Großmeister brauchen wir nicht. Klatschkroink. Reisezeitpinsel. Dammit, ihr seid unnütz. Dann schlafen wir eine Runde. Gute Nacht. Ah, shit. Redet mit Mitsuki, wir haben einen Tag gewartet. Ja, nicht so wichtig. Wir gehen jetzt erstmal. All aware that you are really getting on my nerves, right? Okay. Da kann ich hin. Das bringt mir aber nichts. Full of Brigand. Oh, da ist wieder eine Frau. Hallo. Aber erstmal gehen wir Sonnenhindin. War das nicht das, wo ich die Waffe bekomme für den Typen beim... Also für diesen einen Naga? Ah. Tarnsucher. Ah, okay. Ach. There are enemies ahead. Ich weiß. Am besten wir warten hier, weil die müssen alle kommen und die Magierin, die einzig gefährliche von Weitem, kommt jetzt auch gleich. Also schützen wir uns anders. Indem wir erstmal gar nichts machen. Sind die jetzt nah oder doch nicht nah? Egal. Steinhaut uns geben. Das hier uns geben. Oh nein, ich hätte schießen können. Ich Idiot. Und uns Bakane Abwendung geben. Und gucken, wie stark der ist. Nicht so stark. Und jetzt geht's los. Moin. Das sieht seltsam aus, wie ihr leuchtet. Du bist nun Kensei. Ihr seid gar nicht mal schwer. Deshalb werde ich euch alle vergiften. Ah, die ist noch gar nicht da. Nein, ich dachte, sie wäre schon bei mir. Könnt ihr irgendwas Besonderes? Nö. Das heißt... Wieso war das schon wieder weg? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ist egal. Du machst den Kensei so... Hahaha. Autsch. So, jetzt müsste sie aber in Reichweite sein, oder? Weil ich möchte gerne was anderes ausprobieren. Meine schöne Magie. Intrusion. Wie kannst du das... Kennst du nicht getroffen? Ich kann das nicht treffen. Das ist eine fucking Implosion. Feuer. Dann weiß ich auch nicht. Dann trifft auf jeden Fall. Oh, wir sind alle gut am Treffen. Was ist denn mit dir los? Was ist mit dir? Komm hierher, wir sind nur zu zweit. Dazwischen passt noch jemand, es sei denn... mein Kopf ging jetzt gerade durch, was möglich wäre. Für ein Sandwich. Wer B sein müsste oder sowas und warum sie nicht dazwischen geht. Aber das sind andere Geschichten. Das ist einfach nur dumm. Es ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. So. Dann schützt uns und hau mal ihn weg. So. Jetzt ist sie auch da. Ja, wer ist denn da? Oh, natürlich widersteht sie. Dann töte erstmal Rainy den. Und Gate haut sie. Du machst Feuer auf sie. Schalalasa! Ihr könnt reden. Just saying. Oh, yes. Man hat yes mal gehört. Alibali, alle mies. Alle sind mies zu mir. Ich hasse euch alle. Bam! Ihre blöde Rüstung kaputt machen. Und dann müsste sie eigentlich auch tot sein.
Alas, have mercy. Ja, nicht wirklich, wenn ihr tot seid, ne? Weil, hat er nicht gut auf euch aufgepasst. Just saying. Ah, die Musik. Die Musik. Die Musik. Die fucking Musik. So. Müsst ihr hier jetzt nicht... Ich finde doch jetzt bestimmt den... Sein Schwer... Sein Dingens. Was er haben wollte. Aber wo? Wo? Wo ist es? Da! Ach, bin dran vorbeigelaufen. Ist alles so kaputt hier. Was? Schwert des Kopffeld. Finde das Geheimversteck. Okay, war doch nicht. Wieso hat das hier einen Namen, wo ich bin? Nur wegen der Geschichte? Also wegen dieses Buches, was ich gefunden habe? Oh. Okay, interessant. Nein, wir können uns ja das Buch auch später mal angucken. Guck mal. Hier. Wissen. Da haben wir zum Beispiel alles schon gelesen. Tut mir leid. Titansucher. Ah, da hat der Captain aber hier was geschrieben, bis er gestorben ist. Interesting. Aber ist doch schön. Gab Erfahrung. Gab ein bisschen Geld. Ich konnte immer noch nicht verkaufen. Dann gehe ich jetzt erstmal zu dem Mitsuka zu dem Zug zurück. Zap, 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 zap. Ich brauche mein Pferd, aber auf Trab. Oder ich muss endlich meine ganzen Sachen mal loswerden. Ich benutze die eh nie. So, sollen wir zu dir? Aber nee, wir sind voll. Deshalb... Warte. Ich würde die gerne noch umbringen. Ich weiß nicht, was da... Könnte was sein. Ah, da muss ich aber wieder was wegschmeißen. Das will ich auch nicht. Und die Reliquie. Reliquie ist auch so ein Problem. Okay, erstmal gehen wir jetzt zu ihm. Das ist aber weit... Oder? Thanks. Wo war Mitsuki? Mentil. Yumiko. Nein, Yumiko nicht. Da oben ganz Mitsuki. Heieieiei. Ah ne, da bin ich ja fast. Ich hab mal wieder falsch geguckt. War hier vielleicht ein Händler? Ich glaube nicht. Perfect day to begin a journey. Ja, sagt ihr immer. So. Wollen wir mal. Hi. Großmeister. Ich bin immer noch nicht bereit. Kommt in einer Woche zurück. Wieso happy to help? Er hat gesagt, wir sollen in einer Woche wiederkommen. Das ist überhaupt nicht helfen. Das ist eher... Das ist eher nervtötend. Aber okay. Kommen wir in einer Woche wieder. Ich brauche es eh nicht. Aber ich will das ja abschließen. So, hallo, beidhändige Waffen. Wofür kann... Jetzt kann diese... können wir alle nicht. Okay, schon gut. Ah, hat sie erledigt. Leute, wir müssen irgendwo verkaufen. Wir brauchen einen Händler. Hallo, Händler. Ich gehe in keinen Dungeon ohne mein Pferd. Das hört sich an. Wir könnten zurück zur Klippe gehen. Da oben. Nee, das ist die, da oben. Was ist schneller? Ich denke mal, wir machen das so. Wir hauen hier jetzt unser Feuer hin. Dann hole ich mir das Pferd. Also ich fahre nach Hause, hole das Pferd. Und dann gehen wir hier wieder zurück hin. Und dann können wir das alles machen. Yay! Das heißt... fancy. Ah. Eben war es fancy. Dann sah es aus wie eine Vulva und jetzt sieht es aus wie ein Auge. Jetzt habe ich Angst. Aber wir haben es gesetzt. Und damit können wir uns ein bisschen die Zeit sparen, wenn wir
Aua. Hier war ich, doch, hier war ich auch schon. Nicht mal was zum Ausgraben. Lame. Na, okay. Gehen wir hier nochmal lang. Auch nichts. Na, Klippe ist ganz nah. Die Klippe ist ganz nah. Oh, Seehafen wäre auch was. Seehafen können wir uns was abholen. Das heißt, wir holen das Pferd, kutschieren uns nach Seehafen, weil ich glaube, in Sepin... Da, ne? Das da... Ich habe vergessen, den Mietling mitzunehmen. Ich Idiot. Ich wollte... Wir haben es verstanden. Du bist ein Arsch. So, wir könnten hier aber noch... Wenn ich schon mal hier bin... Wir schlafen gleich drüben. Vielleicht hat er ja irgendwelche guten Gegenstände. Sieht aber nicht danach aus. Elfenspeer plus Licht. Aber ich kann die ganzen Sachen verkaufen. Auch gut. So, verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Schwert, verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. So. Das brauche ich einfach hier um. Ich bin kurz davor, einen ganzen Lebenstrank zu verkaufen. Aber nur, weil er am Weg ist. So, Rainy, wie sieht es mit dem Schwert aus? Ist das jetzt besser? Das hat schon gute Sachen. Überschüttet nicht mit Säure, aber ermöglicht einen zusätzlichen Angriffsversuch. Und 13 mindestens Schaden, aber nicht so viel Max-Schaden. Ach Leute, das ist einfach ein Weg. Kann ich das nicht irgendwo hinlegen? Weil ich überlege jetzt gerade. Ich glaube nicht. Die Bank sagt ja nein. Ich denke mal, die wollten die Bank einsetzen, aber dann am Ende wurden sie nicht fertig mit dem Spiel. Und dann haben sie gesagt, oh, die Bank kann keiner benutzen. Das ist total beschissen. Plus Glück. Das bekommt er ja wieder. Obwohl das auch ganz schön gut ist. 4 Rüstungswert. Mal gucken, was da noch kommt. Aber mein Glücks... Oh, ich habe mir es gerade gekauft. Meine Glücksteile. Nein, er braucht kein Glück. Du auch nicht. Ich guck nur, ob es besser ist. Naja, es ist ein bisschen besser. Plus ein Ausweichwert, ne? Plus der Ausweichwert. Wie sieht's mit dir aus? 8 gegen Widerstand gegen alle Magieschulen. Nee, ich verkaufe das. Ich kann es ja erstmal abwarten und einmal zu meinem Pferd werfen und dann kann ich weiter gucken. Danke, tschüss. Stimmt, ich muss auch noch gucken. Im Seehafen auf dem Markt. Bestimmt gibt es in Kartal 1 Schwefel oder sowas und beim anderen das zweite. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Wo ist die Klippe? Was meinst du mit Klippe? Ich verstehe das nicht. Was ist hier oben? Heilloge. Hier könnte ich noch nachgucken. Beim Rüstzeug. Aber eigentlich will ich den Laden. Shins Haus. Anakanos Haus. Mojo Haus. Ausbildungshaus. Taos Haus. Das sagt mir gar nichts. Also... Nicht zu lange warten. Hallo Christian, ich möchte gerne nach Sopigal. Das kostet genauso viel wie hierher. Du bist auch einer. Du bist mir auch einer. Und los geht's. In Sopigal wollte ich eigentlich gar nichts, es sei denn... Nee, wir müssen Kartal öfter mal nachgucken, ne? Wegen den Sachen, aber ich glaube, hier muss ich nicht nachgucken. Nö. I don't think so. Wir schlafen und es könnte ich aber auch in Seehafen. Weil noch sind sie nicht verwirrt. Oder drehen durch oder sowas. Konnte ich hier irgendwas machen? Irgendwas lernen? Ich überlege gerade. Wenn ich schon mal hier bin... Aber ich kann, glaube ich, eh nichts erweitern. Ich brauche für alles 7 oder 8.
Also auf ein Level muss ich so noch warten. Und was soll's? Ah, mein Pferd wiederholen. Warum muss ein Pferd ein Mietling sein? Das ist nervt total. Hallo, ich möchte dich gerne mitnehmen. Ja, Geld, du hast vergessen, dass das schon ein Bekannter ist. Egal. Ah nee, ich wollte ja gleich rüber nach Seehafen. Ich wollte ja nichts in der Umgebung machen. Obwohl, haben wir irgendeinen Tag? Wir haben wieder Mal da. Ich weiß auch nicht. Ich möchte gerne Kutsche nach Seehafen. Genauso teuer wie mit dem Schiff. Aber es ist gar nicht so weit. Echt mal. Au. Oh, mein Aua. Ich sitze falsch. Jetzt holen wir uns die geile neue Sache. Thanks. Wir speichern mal. Und gucken. Let's find a place to rest and gather our strength. Ja, das machen wir gleich. Ihr könnt ruhig verwirrt werden oder sowas. Hauptsache, wir gucken erstmal hier. Sternschnuppe. Yes! Power is in me. Wie versprochen, hier ist die erste Waffe, die ich aus dem Sternsilber geschmiedet habe. Ich nenne sie Stern-Silberklinge. Nicht sonderlich originell, aber ein guter Schmied weiß den Wert der Einfachheit zu schätzen. So gehört jetzt euch. Möge sie auf euren Abenteuer einen guten Dienst leisten. Okay. Hast du noch mehr daraus gemacht? Scheinbar nicht. Wir haben eine Reliquie, ja, und scheinbar ziemlich viel Erfahrung bekommen. 500. Okay. 500. Nicht schlecht. So. Eine Reliquie, das ist immer gut. Eine Silberklinge, das Dumme ist. Experte der Schwert. Diese Klinge wurde von Irnell, der elfischen Waffenschmiedin aus Seehafen, für die Schatzjäger aus einem Stück Sternsilber geschmiedet. Ja, das in trostlosen Wildnis gefunden wurde. Danke. Das stimmt. Das stimmt. Benutzt. Ah, shit. Experte im Schwert hat nur sie. Ah. Jetzt. Das ist ein Einhänder, ne? Braucht mindestens Streitkolben-Experte. Nee, sie schafft aber nicht hoch. Sonst würde ich hier auch noch Streitkolben geben oder sowas. Und dann wäre ja alles in Ordnung. Ja, Rainy, jetzt wirst du wieder schlechter. Es tut mir leid. Oh, dammit. Das ist jetzt blöd. Müssen wir durch. Okay, was hat noch eine Erfahrung bekommen? Oh, ich glaube, sie ist fertig. Alle ihre Mittelmänner trugen verzauberte Jacken, die sie schwerer zu sehen, hören und entdecken machten. Stufe der Fertigkeit ausweichen. Ausweichwert plus 22. What the fuck? Und der hier auch. Schaden durch kritische. Nee, das haben wir schon. Okay, ist nicht hier noch irgendwas hochgegangen? Der hier? Nein. Sonst hatten wir nichts mehr. Lame. Streitkolben. Keiner kann Streitkolben höher machen. Also hoch genug. Dammit! Ja, das wird wohl erstmal nichts. Ob ich die Reliquie überhaupt benutze, ist jetzt die Frage. Aber warum nicht? Mein Gott. Kann Jess ja anhaben. Und, ja, ich weiß, ihr werdet gleich müde sein, aber ich will jetzt erstmal hier hingucken. Und gucken, ob wir. Du hast Ratten, glaube ich. Just saying. Nee, muss ich einfach die anderen Sachen erhöhen. Alles nicht so einfach, die Entscheidung und so. Tja, gut, dann würde ich mal sagen, ich gehe schlafen und ich will irgendwie zur Bank. Das bringt eh nichts. Er hat mehr Punkte jetzt. Oh, warte, das können wir mal kurz machen. Macht um einen erhöhen, Glück um zwei und Wahrnehmung. Vitalität um einen.
Weil irgendwie habe ich nicht wirklich viel Energie, habe ich das Gefühl. Und was machen wir mit Yes? Vitalität, Geist, Magie und nochmal Magie. So. I hear something. Eine richtig geile Waffe. I hear something. Ah, ich bin behindert. Ah, ich habe zu viel getrunken. Das höre ich gerade. So, wir haben 5, 9 bei ihm schon wieder. Er könnte, glaube ich, den Bogen erhöhen. Das ist total egal. Ein Großmeister kann auch nicht werden. Aber vielleicht kriege ich irgendwann einen besseren Bogen oder so. Aber den, nee, warte, er hat ja einen Bogen gerade. Rülpsen, ja. Und sie, du kleiner Charmeur, rülpst mir ins Gesicht. Ja, ich weiß, fand ich auch nicht so lustig. So, it's getting late. Ja, das stimmt diesmal sogar. Ich könnte beidhändig höher machen. Und das kann ich sogar noch in der Stadt hier machen. Bloß das Problem ist, das ist einfach nicht so stark. Es macht, ein Angriffswert erhöht zwar ein bisschen, aber nicht doll. Und hier zum Beispiel 0,1 pro Glückspunkt. Es ist nicht schlecht. Nur, warte, wie viel hat er? Glück hat er gerade für, also 4% wird es erhöht werden. Dann hätte er 20% kritische Schaden. Ich kann es ja eigentlich machen. Ich meine, dafür ist er ja da, ne? Wollen wir das mal kurz machen? Weil ich glaube, das war hier hinten. Glaube ich. Wir können uns ja auch mal die Werte mal angucken. Ich glaube, hier war das. Wir speichern mal und dann zeige ich euch das, was ich meine. Also, er hat 168 Angriff, also in der Schwerthand. Und da, ja, definiert die Fähigkeit, das Ziel mit einer... Oh mein Gott, definiert die Fähigkeit, das zu treffen. Schwerthand. Deshalb trifft sie so selten. Benny hat eine Schwerthand von 68. Ach man, wie soll man dann auf Schwerthand darauf kommen? Aber okay. Schildhand ist dann was? Wird einfach nicht gezeigt. Schildhand. Achso, die andere Hand. Ja, okay. Da, wo sie jetzt nichts hat, weil es nicht geht, weil ich keine Waffe habe. Oh mein fucking Gott. Okay, 168. Mal gucken, ob sie das erhöht. Ansonsten gucken wir auf 124. 168. Ich habe vergessen, hochzumachen. Aber hier seht ihr beidhändige. So. Ding, 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 ding. Angriffswert. Und... Warte, warte. 175. Ah, okay. Das macht natürlich einiges aus. Wir gucken mal. 99. Au, Wayne. Das wird scheiße. Da werde ich wohl eher das auswechseln, wenn wir den Tee machen oder sowas. Aber... Heieieiei. Auf jeden Fall. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich dachte, das wäre jetzt schlecht. Kritische Chance. Aber jetzt gucken wir. 175, ob sich da was ändert. Hallo, ich möchte gern das hier. Meister. Bam. Ork, Krieger, Yaksha aufsuchen. Ja, aber kann ich leider nicht. Dankeschön. Jetzt gucken wir. Nein, hat sich nichts verändert. Aber kritische Chance ist auf 20. Und natürlich hat sich nichts verändert. Weil es war ja nur die Meisterfähigkeit. Aber jetzt bringt jeder Glückspunkt bringt jetzt was. Sagen wir mal so. Das heißt, wenn ich das hier ausrüste, geht auch das hoch. Schön. Deshalb trifft in letzter Zeit so heftig oft. Okay. Nicht, dass ich mich beschwere. Es ist nur jetzt, dass Wayne gerade wirklich... Oh mein Gott. Oh, darf ich euch noch was zeigen? Ich habe was mit der Flöte rausgefunden. Bevor ich schlafen gehe. Wir haben, und das werde ich mir nicht merken, ich werde es dann einfach anhören oder sowas. Wenn wir mit denen reden, können wir hier die Flöte an... Er kann die Flöte geben, wo einer spuckt da rein.
Schön, ne? Das muss man sich merken. Da muss man das irgendwo spielen. Jo. Gut, das war's dann jetzt erstmal für hier. Wir haben unser Pferd wieder. Ich freue mich so. Und, wie lange haben wir jetzt schon nicht geschlafen? Ach, die paar Stunden. Nicht so schlimm. Hallo, ich möchte gern Proviant kaufen. Nee, darf ich nicht. Deine Geschichte interessiert mich nicht. Und jetzt ist die Frage, was wir weitermachen. Aber immer als Pause. Wir haben 100... Oh mein Gott, wir haben schon viel Geld. Und Geld ist ziemlich stark, wenn es darum geht, anzugreifen. Sonst nichts, aber beidhändig schön voll Meister geworden. Er kann gut abwehren. Warte mal. Abwehrchance 50, okay. Aber Grundabwehr... Wo war denn das? Schildhund? Steht da gar nicht. Ausweichwert. Nee, Ausweichversuche. Wo steht das? Egal. Rüstungswert. Ist egal. Auf jeden Fall sind wir ganz gut dabei. Und werden dann mal schauen, wie wir das machen mit ihrem Schwert. Es braucht nur 800. Ich könnte den Tee abliefern. Ich schreibe erstmal den Leuten bei Uplay. Weil denn... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gute Reliquien sind. Es wäre irgendwie Gamebreaker. Aber irgendwie mag ich es auch nicht, wenn ich es nicht bekommen kann. Versteht ihr, was ich meine? So, und hier könnte natürlich noch eine gute Waffe hin. Dammit. Tu es rein. Bringt es eigentlich was, ihr Streitkolben zu geben? Ich meine, ich könnte ihr zwei Waffen geben. Sie hat vier... Wenn sie gleich ein Level höher geht, hat sie genug. Aber es lohnt sich nicht. Ich finde das doof. Ich will nicht, dass sie einen Streit klaut. Zwei müssen nicht unbedingt sein. Obwohl ich jetzt eine gute Einhänderwaffe habe. Damn it! Diese Entscheidung. Aber ich sollte mich auch nicht... Vielleicht ist es auch ein Test. Vielleicht sollte man sich nicht entscheiden lassen, sondern auch mal sagen können, mir egal. Dann eben kein Streitkolben oder so. Aber wer weiß, wie gut sie sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.